Guckt euch den Oschi an, Alter. Heute wird's richtig lecker. Was machst du denn jetzt schon wieder? Ich wollte schon mit Butter anfangen, ja, aber mir ist aufgefallen, dass du hier alles aufgebraucht hast. Genau. Moin, ihr Sizzler, und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wird's, wie versprochen, hoffentlich sehr lecker. Garantiert. Das hier ist ein Monsterschweinebauch, den wir uns hier hingelegt haben. Dieses Brett ist ziemlich groß, daran kann man es ungefähr ahnen, dass wir doch... Also ich sag mal, für eine Person ist es ein bisschen viel. Ich habe ihn ungefähr eine Viertelstunde lang in meinen Händen gehalten und kann sagen, er ist noch ziemlich schwer auf Dauer. So ist ja nicht. Wir haben vor, heute einen gefüllten Schweinebauch zuzubereiten. Gab es bei uns auf dem Kanal so noch nie. Wir testen ja ganz gerne mal ein paar Sachen aus. Ich hoffe, das gefällt euch. Wenn dem so ist, lasst uns gerne mal ein Feedback in den Kommentaren da. Und ich kann euch sagen, dieses Prachtexemplar hat uns Landluft Bio zugeschickt. In dem Fall, wie der Name schon sagt, Bio-Qualität. Und auch da mein Plädoyer am Anfang: immer vernünftige Qualität einkaufen, dann kann das Endergebnis gar nicht so schlecht schmecken, ehrlich gesagt. Wenn ihr übrigens einen Bauern um die Ecke habt, fragt mal nach, zumindest wenn es ein Schweinebauer ist. Oftmals haben die auch einen Hofverkauf. Kann man vielleicht auch mal Werbung für machen. Auf jeden Fall. Hofladen auch immer eine gute Sache. Wenn uns der Partner ein paar Jahre lang kennt, dann weiß der auch, dass wir im Schnibbeln nicht die größten Meister sind. Und deswegen haben die uns diesen Schweinebau vorbereitet. Ich muss immer wieder lachen. Danke übrigens an der Stelle. Ich wollte eigentlich selber eine Tasche reinschneiden, denn um den Schweinebauch zu füllen, brauchen wir eine Tasche. Und hier sieht man, hier ist eine Tasche reingeschnitten. Bedeutet, hier unter habe ich sehr viel Platz und da kommt später die Knödelfüllung rein. Und ich habe jetzt eigentlich nichts weiter zu tun, als die Schwarte so ein bisschen einzuschneiden. Das muss man nicht machen. Ich mache es aber, weil ich Bock auf eine schöne Optik später habe. Ja, auf jeden Fall. Und die muss richtig knacken, ne? Und wir zeigen euch auch, wie die richtig knackt. Also das kann ich euch sagen, die wird so knacken. Brutal. Oder? Jetzt sagen wir mal. Hast du schon mal so eine knackige Schwarte gesehen? Selten. Selten eine knackige Schwarte wie heute. Wichtig ist, nicht runterschneiden bis aufs Fleisch, sondern mit einem scharfen Messer. Und dafür ist halt wichtig, dass man wirklich scharfe Messer verwendet. Dieses Ausbeinmesser, was es bei uns zufällig im Shop gibt, hat eine enorme Schärfe. Ja, Hannes, ich habe es auch eben noch mal nachgeschärft. Mit einem Schärfer, den es auch bei uns im Shop gibt. Abgefahren. Hannes, ich würde dich für einen Vertrieb einstellen, das in Zukunft. Mir fehlte gerade... Ah, nee, die Brille kannst du mir noch aufsetzen, ne? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal Zwiebeln angeschwitzt. Das ist eine ganz normale weiße Zwiebel gewesen. In Butter angeschwitzt. Das lasse ich noch so ein bisschen glasig werden. Und dann ist die schon mal für die Füllung fertig. Und gleich werde ich auch noch Milch erhitzen. Da wollte ich gar nicht. Ich wollte auch das hier haben. So, Freunde, ich habe hier in der Zwischenzeit, während du abfüllst, noch ein bisschen Bacon. Und da kann ich euch sagen, trennt sich am Ende immer die Spreu vom Weizen. Denn wenn Bacon richtig gut gemacht ist, dann schmeckt das sowas von genial. Und bei unserer Knödelfüllung werden wir jetzt auch noch ein bisschen Bacon mit einbringen. Und der ist... Entschuldigung. Ich sag mal, der ist auch ein bisschen dicker geschnitten, ne? Oh ja, Alter, was ist das denn? Noch viel Fett dran, geil. Halleluja. Das war der Schnitt in Finger, aber richtig schön. So, ich habe den Speck schon mal kurz gewürfelt. Das kann man nämlich dazu aussagen, Speck. Nicht nur Bacon. Oder? Ja, Speck ist die Deutsche, aber man hat sich gefühlt an das Wort Bacon so gewöhnt, dass man Speck gar nicht mehr sagt. Aber ich habe auch schon regelmäßig einen Einlauf bekommen, wenn ich zu viel Bacon gesagt habe, weil es nämlich Speck heißt. Ja. Was sagt ihr, Speck oder Bacon? Könnt ihr jetzt entscheiden. Großartig. Also, Schweinebauch ist perfekt eingeschnitten. Ich habe mich heute für das große Karo-Muster entschieden. Man kann ja auch theoretisch so schräg ritzen, das bringt aber einen Nachteil mit sich, denn wenn wir nachher krosse Schwarte haben und schräg eingeritzt haben, aber eine Scheibe runterschneiden wollen, dann müssen wir durch die Schwarte schneiden, das klappt nie. Auf diese Weise können wir immer entlang der eh schon vorhandenen Rille schneiden. So ist es. Die vorhandene Rille ist das A und O. Eieiei. Gleich sehe ich es wieder hier überall alles durch die Gegend fliegen. Übrigens gehört in eine normale Knödelfüllung auch noch so ein bisschen Grünzeug, nämlich in dem Fall Petersilie. Hätte ich euch gerne angeboten, aber unsere ist leicht welk geworden. Beziehungsweise leicht gelb und hat Blüten. Deswegen gibt es halt nur Bacon. So ideal ist es nicht mehr. Wir kommen damit auch noch hin, denke ich. So, jetzt hat ja Hannes hier noch erfolgreich Brötchen so geschnitten, dass es bloß nicht krümelt. Richtig, das genau mein Brötchen Ding. Vom Vortag. Die machen wir hier rein. In der Pfanne schwimmt das Fett, das ist wirklich abgefahren. Ich glaube, das ist auch okay so. Bin froh, dass du kaum Krümel gemacht hast, Johannes. Ne? Da bin ich Profi drin. Also trockene Brötchen schneiden, frag mich. So, und jetzt geben wir im Prinzip alles, was wir haben, damit rein. Auch das heiße hier alles? Ja, du musst das gleich durchmengen. Mit Fett? Ja, machen wir es. Auch nur Geschmack. Oh. Schön darüber. Eieieiei. So, Junge, dann haben wir noch ein bisschen Milch. Die Milch leicht erhitzen. Du wirst ja gleich derartig die Pfoten verbrennen, Julian, wenn du das durchmengst, ne? Ja, davor habe ich auch gerade ein bisschen Angst. Mhm. So, Viertel Liter Milch
Ein bisschen mehr als lauwarm, Julian. Du kannst das gleich schon durchkneten sein. Ah, da es so schön kalt draußen ist, wird das schon klappen. Ja, ja, easy. So, jetzt noch die Zwiebeln mit dazu, die wir vorhin hatten. Die sind auch schon kalt, denke ich. Also. Genau. Dann noch ein paar kalte Eier. Ja. Von den Eiern mache ich jetzt erstmal nur zwei rein. Mal gucken, ob wir zwei oder drei brauchen. Es geht so ein bisschen um die Bindung. Ja? Das Ei sorgt auch später dafür, dass das dann vernünftig abbindet und auch stockt und dann zu einer Masse wird. Also ich gebe zu, es ist doch leicht warm, aber... Oh, ja. Das ist gerade so. Wir kommen in den Grenzbereich des Erträglichen. Ich glaube, die Zeit zum Würzen ist gekommen. Wir brauchen Salz, Pfeffer, Muskatnuss, richtig? Yes. Steht zumindest hier. Und beim Pfeffer nehmen wir allerdings einen Zitronenpfeffer. Der hat noch so ein bisschen Zitrone mit drin, gibt ein bisschen Säure. Säure hebt den Geschmack und macht das Ganze ein bisschen frischer. So, ist auch ein grober Pfeffer, aber ich denke, das ist okay bei so Klößen. Ne? Das sieht optisch einfach nur klasse aus, Johannes. Ach komm rein. Das ist fast so wie du. Bei Muskatnuss muss man ein bisschen aufpassen. Zu viel davon macht high. Genau, dann sind die Knödel auf einmal ein Riesenthema. Dann sind die Knödel ein Riesenthema, ist so. Deswegen nicht zu viel. Aber es soll natürlich auch irgendwo Geschmack geben. Das ist auch der Grund, warum du als Kind immer bei Oma Knödel essen wolltest, ne? Nee, ich esse ja sehr, sehr gerne. Viele wissen das. Meine Leibspeise ist Kartoffelpüree. Und in Kartoffelpüree mache ich für, sag ich mal, 500 Gramm Kartoffel, brauche ich schon mal anderthalb Muskatnüsse. Nein, das ist nicht der Grund. Nein, so viel. Nein, das ist Wahnsinn. Okay. Die Füllung kann rein, dabei mussten wir ein bisschen assistieren. Ach du Scheiße, jetzt muss ich... Okay, also ich zeig's auch mal. Hier ist es. Genau. Na dann. Ich glaube, ich glaub, den Content verpixel ich später. Das erinnert mich jetzt an Mr. Bean, wo er die Weihnachtsgans stopft. Nee, mach mal. Nee, dann muss ich noch mal ein bisschen... Ey, das ist überhaupt nicht lustig, ist auch überhaupt nicht albern. Du stopfst gerade ganz normalen Schweinebauch. So ist es. Das haben wir bei einer Ente damals auch so gemacht. Richtig, da bist du allerdings durch eine ganz andere Öffnung gegangen. Es geht ja... Neben der Tatsache, dass wir so die Beilage praktisch im Schweinebauch schon drin haben, sorgt sie auch dafür, dass der natürlich so ein bisschen nochmal ausgefüllt wird und die Schwarte, wenn der nachher auf der Fleischseite liegt, oben schon gewölbt sein wird. Zumindest stelle ich diese These jetzt auf und durch diese gewölbte Schwarte kann das Fett ablaufen und es wird umso knuspriger. Was sagst du dazu? Ja, ich bin gespannt, ob das so kommt. Ich mache aber Folgendes. Man kann das wahrscheinlich jetzt stopfen ohne Ende. Das will ich aber eigentlich nicht, weil er soll ja noch ein bisschen flach bleiben. Deswegen probiere ich jetzt die Füllung hier drin auch so ein bisschen zu verteilen. Okay. Er zieht sich ja auch noch zusammen beim Grillen. Ne? Also genau. Wenn du es zu voll machst, dann quillt es wahrscheinlich raus. Genau, ich hoffe, dass es so ganz gut funktioniert. Das werden wir später im Anschnitt sehen. Aber das hat alles reingepasst. Von daher bin ich damit eigentlich ganz zufrieden. Julian, gewürztechnisch, ich hätte einen Plan. Wir müssen das Fleisch noch würzen. Yes. Und dafür würde ich mache es einfach, Magic Smoke nehmen, denn Magic Smoke hat eine leichte Rauchnote, ist paprikalastig, süßlich, passt hervorragend zu Schwein, Rind und Co. Und das Allerbeste, es ist aktuell ausverkauft. Ich hoffe, es ist bei mir, da kann sein, schaut ruhig mal rein, wenn ihr es kaufen wollt. Kann sein, dass es jetzt schon wieder verfügbar ist, aber zum jetzigen Zeitpunkt gerade schwierig. Ihr habt uns auf jeden Fall kurzfristig überfordert bei dem Produkt, aber jetzt müsste... So, das sollte passen. Das soll gut aussehen, oder? Fleisch hat immer einen sehr guten Eigengeschmack. Mit zu viel Gewürz kann man es auch übertünchen. Also man muss immer so einen Mittelweg finden, nicht zu viel. Gerade bei Rippchen und Co. macht man das auch ganz gern mal. Also hier sage ich mal so, dass es noch durchschimmert, dann sind wir... Ja, es sollte jetzt nicht so eine Zentimeter dicke Gewürzschicht drauf sein. Ich glaube, da sind wir uns einig. Genau. So. Gut, ab an Grill? Ja. Ab an Grill. Grilltechnisch. Wir werden heute unseren Everdur Furnace, oder wie Alex ihn nennt, Everdure Fonake, Bies und Blumenthal. Bei Bies und. Unseren Everdur Furnace. In der Mitte der Brenner ist anders. Reicht auch, damit das Wasser so ganz leicht simmert, so ein paar Blasen aufsteigen. Es soll jetzt nicht kochen wie Wäsche. Und da kommt der Schweinebauch mit der Schwarte nach unten rein. Warum machen wir das, lieber Johannes? Das kann ich dir in einer späteren Folge beantworten. Jetzt kommt erstmal die Werbung. Okay. Passt der überhaupt? Ich habe das schon ausgemessen. Jo, nö, hast du perfekt gemacht. Ja, also, wir sind über Schwappen, da habe ich natürlich nicht mit. Schweinebauch passt rein, Schwarte schwimmt, das ist übrigens Salzwasser, da ist sehr viel Salz mit drin und durch dieses Köcheln in dem Wasser wird die Schwarte richtig weich, kriegt schon ein bisschen Power durch Salz und wenn die Schwarte richtig weich wird, kann sie später auch richtig knusprig werden. Das ist nämlich bei der Schwarte schwierig, wir wollen sie nachher fest und knusprig haben, aber müssen sie vorher weich machen. Genau, das geht wirklich so am besten. Also man kann die auch einsalzen vorher, man kann die auch über Nacht in Salz legen. Es gibt da tausend Methoden, um Schwarten irgendwie krachen zu lassen. Aber für uns die beste Methode, Schwarten ein bisschen aufkochen und dann später, und das seht ihr wie, aufknuspern lassen.
Das hier ist übrigens das einzige Video, wo wir authentisch einfach mal einen Fehler eingebaut haben. Richtig. Ne? Nur damit es vielleicht fällt euch auf. Bewusst eingebaut. Ja, Leute, was soll man euch sagen? Wenn man es lange quatscht da drin und sich verquatscht, dann passiert das hier. Unser Schweinebauch hat ein paar Stücken Schwarte verloren. Ja, leider. Sie liegen da drin. Wie kann sowas passieren? Wasser verdampft, wenn es warm wird. Das war mir bis vor kurzem auch nicht bewusst. Dann muss man es nachfüllen. Ja. Aber es ist alles gut. Guck mal, das meiste, ich glaube, hier sind so 2-3 Stücke, die kleben richtig dran. Aber sowas wie dieses Stück Schwarte, das nehmen wir gleich und legen es einfach oben drauf. Das Kosmetik. Wird sich ein bisschen kringeln, aber im Idealfall können wir sie retten und sie wird wie Popcorn und schön knusprig. Ja, wenn ihr das zu Hause jetzt nachmachen wollt, lernt ihr daraus und achtet immer aufs Wasser und füllt rechtzeitig nach, wenn es verdampft ist. Nicht so wie wir, einfach anpappen lassen. Das tut der Füllung aber keinen Abbruch, das tut der Saftigkeit keinen Abbruch und dem Geschmackserlebnis mit Sicherheit auch nicht. Und jetzt wollen wir den Rest, den wir noch haben, die paar Härchen, die wollen wir jetzt noch richtig krachen lassen. Bedeutet, er wandert jetzt zurück auf den Grill, da haben wir schon umgestellt. Ich wollte es noch mal kurz zeigen, wenn man hier so auf die Schwarte drückt, ne, wir haben ja gesagt, die muss weich werden und ich kann euch sagen, die ist so richtig, richtig schön weich geworden. Also die Schwarte muss krachen, anders geht das nicht. Ich hoffe es, ich bin gespannt. So, jetzt nehme ich den mal. Saftig ist er auch schon, das sieht man. Mittig platzieren. Oh yeah. Ist übrigens noch ein bisschen warm, der Rost, deswegen zischt das jetzt auch so. Ist aber normal. Und ich werde jetzt hier ein bisschen Tetris spielen und noch ein wenig Schwarte drauflegen. Da warst du in der Schule übrigens schon sehr gut drin im Tetris. Immer auf dem Klo. Ist das so? Ja, okay. Wer von euch spielt Tetris auf dem Klo? Ihr könnt euch jetzt outen. Ich wette, es sind ganz, ganz viele, die früher auch... Das macht niemand. Jeder hatte früher einen Gameboy auf dem Klo und hat auf dem Klo viel zu lange gebraucht, weil er die meiste Zeit einfach nur Gameboy gespielt hat. So, guck mal, sieht doch super aus. Sieht aus wie normal, so wie er aussehen sollte. Richtig. Und jetzt wird der Deckel geschlossen. Das Fleisch hat sich ja schon vorgegart. Und jetzt geht es nur darum, wirklich aufzuknuspern. Ich schätze mal so, man muss Auge drauf haben, nicht so wie wir. ich sag mal so 15 Minuten, schätze ich, halbe Stunde maximal. Ja, halbe Stunde schon, denke ich. Ja, wir gucken mal. Also dadurch, dass Deckel sehr flach ist bei dem Grill, haben wir oben richtig knackige Hitze und die brauchen wir auch. Jetzt wird quasi die Schwarte aufgeploppt und drückt uns die Daumen, dass es funktioniert und wir es nicht wieder verraffen. Es ist soweit. Ja, der Braten ist richtig gut geworden. Ich weiß, du hast gedacht, das kann nicht klappen. Guck mal, das sind hier alles so Stücken hier, die ich draufgelegt habe. Die sind alle klasse geworden. Hier hat es gleich aufgewählt, aber das sieht so aus, als wäre nichts gewesen. Und hier? Achtung, vielleicht kann man hören. Ja, hört sich gut an. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich glaube, jetzt gleich wird es verdammt nochmal saftig. Ich mache einfach mal so ein... Ist sie okay? Ich liebe Schwarte, ne? Da kann ich nie warten. So, ich gucke mal. Ich schneide jetzt hier einmal rein. Ich glaube, es wird jetzt eine... Oh, stimmt, die knödelt. Da bin ich aber gespannt jetzt. Alter, Leute. Guckt euch das an, bitte. Oh. Alter, wie geil ist denn die Füllung? Ist das eine Frechheit? Überragend. Ey, guckt euch das mal an, wie schön das auch aussieht, ne? Das ist ja wirklich Weltklasse. Also das kann man wirklich mal so machen, würde ich sagen. Schön fest geworden, der hätte auch kein Ei mehr rein muss. Ich schneide noch mal eins runter hier. Mhm. Boah, es sieht richtig gut aus mit der Füllung, ne? Oh. Und auch nicht viel raus. Hier hinten ist ein ganz klein bisschen rausgequollen. Ja. Also mehr hätte auch nicht reingedurft. Ey, das ist ja wirklich genial, ne? Wahnsinn. Mal so eine Scheibe hier. vor allem, ich stelle es mir gerade so vor, dass in dieser Füllung unglaublich viel Geschmack drin sein muss. Ich möchte mal nur die Füllung probieren, Julian. Hier bitte. Machst du mir so ein kleines Stück mal? Ich möchte Folgendes sagen. Sitzt man jetzt eigentlich vorm Rechner, vorm Fernseher oder irgendwo und sagt sich, ey, verdammt nochmal, ich will da reinbeißen? Oder sagt, oh, lässt mich komplett kalt. Schmeckt überhaupt nicht, oder was? Nimm mal die Füllung. Die ist zum Niederknien. Das ist unfassbar. Ja. Da ist der ganze Saft von diesem Schweinebauch ist in dieser Füllung drin. Das ist, Alter. Alter, nimm mal das hier. Ja. Okay. Es gibt Gerichte, die kann ich immer essen. Ich kann Schweinebauch immer essen, ich kann Rippchen immer essen. Es schmeckt wirklich ganz fantastisch. Leute, wir hoffen, euch gefallen solche Videos und ihr wisst genau, was ihr zu tun habt, wenn euch sowas gefällt. Die meisten, sag ich mal, geben einen Daumen nach oben. Könnte man machen. Ich denke, dieses Video ist das erste, was 10.000 Daumen nach oben knackt, weil ihr alle bis hierhin geguckt habt und sagt, ja, genau so sieht's aus. Also Leute, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Es ist unfassbar. Überragend. Es ist eine Frechheit. Alexander,
Ich bin mir nicht sicher, was das Beste ist. Der Bauch, die Schwarte oder die Füllung. Aber die Füllung. Ich werde jetzt die Schwarte von dir genau sagen. Ach, die Füllung ist super.